Ah, hallo, da sind wir wieder und heute gucken wir uns den Buff Priest an und Buff Priest habe ich den jetzt eigentlich nur genannt wegen der Kill Combo und zwar der komplett klassischen Kill Combo, nämlich Divine Spirit und Inner Fire. Mit Divine Spirit setze ich jemanden, ja, verdoppel ich die Lebensenergie und mit Inner Fire setze ich den Angriff auf den Wert der Lebensenergie. Sprich, wenn ihr eine Kreatur habt, was weiß ich nicht, 1,15, dann könnt ihr mit Inner Fire daraus 15, 15 machen. Sehr schöner Cast, leider mogelt er sich immer ganz am Anfang auf die Hand und das ist ziemlich blöd, weil er nämlich am Anfang blöd ist. So, was haben wir noch drin? Zweimal den Master Swordsmith ist eine Klassikkarte. Bufft Leute um einen Angriff, ist relativ nett. Wir könnten uns noch einen Spaß machen. Machen wir uns noch einen Spaß. Wir nehmen nur einmal ein Power Word Shield rein, oder? Na, das ist mein Card Draw, das ist doof. Eigentlich nimmt man noch hier die, ist die ganz nett, noch bei dem Deck. Man kann alle Decks, die ich hier vorstelle, ja, die sind definitiv nicht perfekt. Das sind einfach nur so Ideen und ja, ob die dann wirklich, ja, man kann mit denen gewinnen, was für eine Gewinnchance man damit hat. Ich denke, ich müsste, also das ist eins der Decks, die ein bisschen schwierig sind, wo ich mir vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht habe, wenn ich mir das jetzt so mal anschaue. Wir können mal kurz durchgehen, was wir noch haben. Obwohl ich, wisst ihr was, ich nehme mal einen Dark Kultist raus und tu dafür einfach die gute junge Dame rein, dann macht das ein bisschen mehr Sinn. Wir wollen uns ja im Prinzip hochbuffen. Und zwar, so, gehen wir nochmal durch. Wir haben hier die klassische Combo Circle of Healing und auch Night Priest wegen AE. Wir haben Inner Fire, habe ich ja gerade eben erklärt, und Divine Spirit. Wir haben zweimal Power Word Shield fürs Buffen. Wir haben zweimal die Northshire Cleric für Card Draw. Ich habe jetzt gerade die Young Priestess reingenommen, um ein bisschen Lebensenergie zu kriegen. Und mit den Master Swordsmith kriegt man Angriff. Wir haben zweimal den Shadow Boxer drin, weil ich den eigentlich gar nicht so schlecht finde am Anfang. Wenn man ihn denn kriegt. Weiß ich nicht, ob es wirklich sinnvoll ist in diesem Deck, aber ich lasse ihn einmal drin. Zweimal Valiant's Chosen zum Buffen, deswegen, wir wollen uns ja hochbuffen. Einmal Shadow Word Death und einen Big Game Hunter. Prinzipiell könnte ich auch den Big Game Hunter dagegen noch eins austauschen, aber eigentlich will ich die weniger auf der Hand haben am Anfang. Insofern müsste es eigentlich die Chance verringern, wenn ich nur einen von beiden im Deck habe, aber das könnt ihr euch dann auch, weiß ich nicht, sparen, denke ich. Ja, ein Dark Kultist einmal zum Buffen Elise für Endgame, weil ich weiß nicht, wie lange oder wie sehr ich ins Endgame damit komme. Sind natürlich viele hohe Kreaturen auch bei, aber wenn ich so den Master Swordsmith oder die Young Priestess, genau wie den Northshire Cleric am Ende kriege, da bringen die mir überhaupt nichts. Das sind Anfangskarten und es ist natürlich schön, wenn man dann mit dem goldenen Affen hier wait. Also erst kriegt man mehr bei Elise Starseeker, das ist eine neue Karte. Da kriegt man erst die Karte, dass man den Weg zum goldenen Affen und das ist eine Karte, mit der kann ich eine Karte ziehen und gleichzeitig wird der goldene Affe in mein Deck gemischt. Sollte ich den goldenen Affen dann ziehen und den spielen, werden alle meine Karten in Legendaries umgewandelt. Ist eine lange Combo. Und auch nur fürs Late Game, prinzipiell. Ich finde es aber gefährlich, weil man damit durch wirklich alle seine Casts austauscht. Und zu früh sollte man das einfach nicht spielen. Dann haben wir einmal den Holy Champion drin, weil es ist eine coole Karte. Und meistens wird sie auch gefokust. Es geht mir, teilweise muss man auch bedenken, es geht darum, die Mobs, die man spielt, sollten relativ gut sein, damit der andere gezwungen ist, die zu killen. Weil das verhindert nämlich Face Damage. Ganz einfach. So, dann haben wir einmal den Sentinel dabei, auch für Buffs, dann den Djinn, auch für Buffs. Der Djinn ist relativ nett, weil er die Casts kopiert und natürlich mit Divine Spirit und Inner Fire der Hammer. Ist natürlich alles, ne, sehr theoretisch, ob die Kombos dann wirklich funktionieren, ist so eine andere Sache. Auch für den Summoning Stone eine sehr schöne Kombo, Divine Spirit und Inner Fire. Dann haben wir einmal Light Bomb drin für vielleicht einen Deck Clear und den Justicar für mehr Heal, Sylvanas für, ja, weiß ich nicht, eigentlich auch hier in diesem Deck vielleicht ein bisschen nicht so sinnvoll. Vielleicht könnte man den noch austauschen mit irgendwas anderem. Aber es ist halt ein Übernehmen, der relativ billiger ist, also billiger als hier der Mind Control, obwohl könnte ich eigentlich auch austauschen. Wäre wahrscheinlich sinniger, weil ich den viel mehr kontrollieren kann als die Sylvanas.
Das machen wir auch mal schnell. So, dann haben wir Dr. Boom. Einfach nur, weil es eine geile Karte ist. Und wir probieren das jetzt einfach mal. Schauen, wie das funktioniert. Aber wenn euch die Decks nicht gefallen, dann wie schon gesagt, baut sie um oder schreibt mir vielleicht Ideen für Decks, das wäre auch nicht schlecht, dass ich mir mal die Idee angucken kann und dann so ein Deck bauen oder vorstellen kann. So, eigentlich ist das. Weiß ich nicht, ob das ein guter Anfang ist. Die zusammen sind natürlich toll, aber es dauert alles sehr lange. Ich probiere einfach mal. Vielleicht kriegen wir kleinere Karten. Vielleicht haben wir ja Glück. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben unsere AE-Kombo. Das heißt, da können wir ein bisschen länger durchhalten. Das ist schon mal gut. Wenn's, ich gehe mal davon aus, es ist ein Mech-Mage, aber. Wir schauen mal. Ich gehe mal davon aus, der hat einen Cast. Weil am Anfang eigentlich, man kann davon ausgehen, dass. Das ist natürlich jetzt recht doof. So, ich probiere das mal. Wenn das nicht klappt, haben wir immer noch unseren AE. Aber er muss ja jetzt schon einen Cast und irgendwas anderes raushauen. Jetzt kommt Münze und Flame Cannon. Ja, hat er gut gemacht. Aber es sind alle weg. Das ist schon mal schön. Anscheinend ist es kein kein Mech-Mage. Das ist schon mal gut. Mech-Mages mag ich nicht. Die sind ouch. So, jetzt, ist natürlich cool, dass ich den Djinn jetzt auf der Hand habe. Für 6 Mana könnte ich natürlich den Djinn und Power Word Shield spielen. Auf natürlich irgendeine von den anderen Karten. Auf den Djinn wären Buffs Verschwendung, weil er die Casts kopiert. So, das ist ja. Ist doch ein Mech-Mage. Ich bin verwirrt. Und wie ihr seht, ihr kriegt den Card Draw auch doppelt. Insofern nette Combo. Ne? Bei Velen's Chosen ist es natürlich dann auch der Spell Damage doppelt. Insofern, ein Djinn ist tolle Sache für einen Priest. Auch eine Liga der Forscher-Karte. Also, ich sag's mal so: Wenn ich Naxxramas und Liga der Forscher vergleichen würde, dann würde ich sagen, League of Explorers ermöglicht dir doch eine weitere. Ja, viel mehr Spielmöglichkeiten als Naxxramas. Naxxramas ist sehr, sehr Deathrattle-lastig. Gut, League of Explorers ist sehr, sehr Battlecry-lastig. Andererseits gar nicht schlecht. So, das ist ja fast geschenkt, ne? Das ist nämlich das Negative an diesem Anubar. Der gibt dir wieder eine Karte auf die Hand. Das hat ihn natürlich jetzt ein bisschen nach hinten geworfen. Andererseits ein Flamestrike und. Nee. Beim Flamestrike geht jetzt nur noch eine down. Das ist gar nicht so schlecht gewesen, dass er jetzt meinen Typen da gebufft hat. Was haben wir hier?
Ein Recruiter. Sehe ich eigentlich recht wenig. Ja, Mage ist aber auch einer der wenigen, wo ich sagen würde, Inspire-Deck ist ziemlich cool. Ein Feuerball oder was haben wir jetzt? Nee, ein Frostbolt. Also, killen muss ich den auf jeden Fall. Und wenn ich einen Cast mache, zwar egal, dass er nur für 0 ist, aber. Dann haben wir einen Block gekriegt. Das ist schon mal super. Was könnte man für 0 Mana kriegen? Man kriegt einen 1-1er Murloc, 1-1er Wisp oder 0-2er. Block. Das ist natürlich scheiße. Irgendwie. Ja, das Problem ist, irgendeine blöde Karte wird er kriegen. Ja, die Frage ist, killt er jetzt, also wenn ich er wäre, würde ich vielleicht mit Sylvanas den Djinn killen und dann mit na gut, so geht's auch, wenn man einen Feuerball hat. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich habe keine Möglichkeit, den wegzuhauen. Ja, kann ich nur beten, dass er jetzt keine Cast kriegt. Sowas wie Card Draw wäre das Schlimmste. Nennt mich Prophet. Bei dem Spiel kann man eigentlich wirklich davon ausgehen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und das passiert in, ich sag mal, ja, lass mich nicht übertreiben, aber ich sag mal in 80% der Fälle. Autsch. Andererseits. Hätte das auch viel schlimmer laufen können. Ich habe viel zu wenig Karten. Das ist gerade mein Problem. Ich behalte die mal. Es macht keinen Sinn, wenn ich die ausspiele. Kann ja noch einen Flamestrike haben oder was weiß ich. I dream and the world trembles. Jetzt hätte ich gerne das Übernehmen-Deck. Das wäre richtig klasse. Get back. Bring me steel. Ja, das war auch ein bisschen doof. Vielleicht hätte ich mal die Elise heilen sollen, ne? Wäre mal ein bisschen sinniger gewesen. Andererseits, keine Ahnung, wenn er einen Cast hat, ist. Ne, er hat nochmal Dr. Rocke Boom. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich gehe mal davon aus, das verlieren wir. Aber. Wir geben nicht auf. Andererseits kommen wir jetzt auch mal in eine Situation,
wo man erklären kann, was Topdecken ist. Topdecken ist, wenn ich keine Karte mehr habe und er einfach spielen kann, was er will. Durch Isera kriegt er jetzt natürlich auch die ganze Zeit Karten und ich habe nichts, glaube ich, im Deck, was ich dagegen tun könnte. Das ist natürlich jetzt eine blöde Situation. Vielleicht können wir sie noch retten, ich denke nicht. Kriege ich zwar zwei Karten, aber mein einziger Vorteil ist futsch. Dass die an den Hohen immer so wenig ziehen, aber an den Kleinen, die hauen sie gleich weg. Ja, mit Lightbomb kriegen wir ein bisschen was tot. Ich probiere einfach mal blöd rum. Damit kriegen wir Isera tot. Und, weiß ich nicht, heilen wir uns nochmal. Aber ich meine, wenn der Gegner vier Runden lang Isera liegen habt, dann könnt ihr euch eigentlich schon meist verabschieden von eurem Leben. Ich frage mich nur, warum der gute Junge nichts spielt. 4 plus 5, nee, das passt leider nicht. Das ist ja doof. Riskieren, man soll eigentlich ja gegen einen Priest soll man ja... Quatsch, was erzähle ich hier? Gegen einen Mage soll man ja immer zusehen, dass man mehr als 10 Leben hat wegen Pyroschlag, aber kaum einer spielt damit. Ihr solltet lieber zusehen, dass ihr mehr als 12 Leben habt wegen Doppelfeuerball. Wahrscheinlich hat er sogar noch Antoni das oder sowas. Ich kann hier nur Schadensbegrenzung machen. Oh, das ist ja nett. Ob das reicht, weiß ich nicht. Gut, er hat zwei seiner Feuerbälle rausgehauen. Das ist schon mal schön. Andererseits, wenn er Antoni das hat, kann er sich ja wieder welche herstellen, sozusagen. Ich frage mich eh, warum er mich nicht totcastet. Beziehungsweise oder totgecastet hat. Oh Mann. So, einen Taunt brauchen wir auf jeden Fall. Alex Strasa ist nett, Voidjin ist nett, Morgor ist... Naja. Es ist so, So, was haben wir hier? Nefarian. Also prinzipiell, ich glaube, der wäre der Beste. Weil da habe ich... Also ich... 12 Leben habe ich ja jetzt. Würde natürlich, wenn er einen Pyroschlag hat, auch sterben. Aber somit habe ich wenigstens die Chance, dass die einzelnen Kreaturen ihn angreifen, anstatt mich ins Face. Oder so. Ich könnte auf 11 leben oder auf 9. Ich denke, ich gehe auf 15. Ich denke, ich gehe auf 15. Andererseits, er kann mir eine ganze... Ich muss ja
drei Blocker weghauen, damit ich überhaupt noch irgendwas machen kann. Das ist jetzt sehr viel Damage. Hat er einen Buff gekriegt oder was? Sollte er sonst für einen Mana irgendwo drauf tun? Das tut weh. Da ich das jetzt leider nicht mehr überleben werde, egal was ich tue, doch vielleicht hiermit. Das wäre so die einzige Idee, die ich hätte. Ah, er hat nochmal Dream. Ja. Gut, da seht ihr, wenn der andere Glück habt und ihr Pech, dann es kann nicht alles klappen. Es war einfach manchmal, das ist das Problem, was ich finde, du manchmal ist einfach so viel Damage beim anderen da. Da kannst du auch hinterher wirklich gute Karten kriegen. Und das haben wir getan. So schlecht war das gar nicht. Aber, ja. Gewinnchance war da nicht wirklich gegeben. Oder ich habe irgendwo einen ganz dämlichen Fehler gemacht. Aber es war halt am Anfang. Hat mir zu hohe Karten. Und da kommt man nicht wirklich ins Spiel. Oder der andere schafft es, einen wirklich zu kontrollieren. Und das muss man sagen, hat er gut gemacht. Insofern, herzlichen Glückwunsch. Und, ja, nächstes Video werde ich dann den Parler vorstellen. Habe ich auch wieder drei verschiedene Parlers, die ich denke, die funktionieren. Wie schon gesagt, es gibt wahrscheinlich Millionen anderer Kombinationen, die man auch gut spielen kann. Und ja, das schauen wir uns nächste Woche an. Bis denn, adios.